Heute machen wir ein bisschen in Energie. Los geht's. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem Videoblog des kleinen Otakobil Minis. Und heute geht es tatsächlich um die Solarpaneele. Und da habe ich hier die Trina Solarpaneele genommen. 275 Watt, die haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die kommen jetzt heute hier oben aufs Dach rauf, auf das kleine Otakobil hier. Und eine Platte habe ich jetzt auch schon oben rauf gemacht. Zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier oben, gehen wir mal hoch. So, einmal hier so eine Unterlattung gemacht. Das sieht man hier und dann hier auch nochmal. Und das kann ich auch nur empfehlen. Also hier diese Querstreben habe ich nochmal hinzugefügt. Die waren eigentlich nicht geplant, aber weil die Folie eventuell mal hochkommt. Und hier unter wird es ja relativ heiß und damit die dann hier nicht irgendwie dann doch zu heiß wird, diese Folie hier, habe ich halt die Unterlattung hier, die Querstreben auch nochmal gemacht. Da drüber die Längs, in Längsrichtung und da liegt halt auch jetzt die Platte drauf auf dem Ende und auf dem Ende hier. Und festgemacht habe ich das halt mit so, ja, das seht ihr. Vielleicht hier jetzt sehen, das sind so Doppelschrauben quasi. Die eine Seite ist so ein Holzgewinde, das dann quasi hier unten in den Balken direkt reinkommt und oben habe ich dann einmal so ein M10-Gewinde drin und das fasst dann oben halt hier in das gebohrte Loch rein. Zack. Und da kommt jetzt noch eine Mutter rauf, eine selbstsichernde. Die wird festgezogen und dann ist das ganze Ding einmal fixiert. Kann da nichts mehr mit passieren. Ja, das mache ich jetzt für die anderen beiden Platten auch noch. Und dann geht es an das Kabel verlegen. Ja, auf geht's. So, Platten sind jetzt drauf. Gucken wir uns das mal von oben an. Ah, hier sieht man auch nochmal die Mutter. Der Mutter. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist das Dach. Fertig ist es. Wird jetzt hier noch mal in der Mitte kommt noch mal ein kleiner Silikonstreifen, den ich da reinspritzen werde, damit das da nicht durchläuft. Und ansonsten ist das hier schon mal dicht. So viel zum Dach und jetzt geht es im nächsten Schritt um die Verschalung und dazu weiteres im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Dennis.